Guten Abend. Bin heute in schlappe 12 Stunden von Fürth in Mittelfranken nach Köln gefahren. Aber ich habe einen optimalen Platz in der Bahn gehabt. Ich bin in der 2. Klasse gesessen, aber mit erstklassiger Aussicht in die 1. Klasse hinein. Bloß durch eine Glaswand getrennt. Das war optimal. Ich habe da die ganze Zeit die reichen Leute beim Bahnfahren zuschauen dürfen. Das war wirklich, es war klasse. Die waren da gesessen in ihre feinen Roben. Und als erstes ist ein kleiner Page gekommen und hat Tageszeitungen am Tisch geliefert. Und ich nehme an, er hat das Bügel gehabt, damit die feinen Herrschaften sich die Pfoten nicht dreckert machen von der Druckerschwärze. Das war ganz sagenhaft. Und dann hat es ein wenig gedauert, ist ein Sommelier gekommen mit einem Weinfass unter dem Arm. Dann hat er wirklich Wein gezapft, dann haben die gesüffelt. Es war nur noch schön. Und dann ist irgendwann ein Ober reingekommen mit so einer silbernen Platte. Da war so eine Miniaturausgabe von der Anne-Sophie Mutter. War da auf dem Tablett und hat auf einer goldenen Violine hat die Mozart gespielt. Und ganz kleine Tanzbären sind außenrum getanzt. Es war wahnsinnig, war das. Und dann zum Abschluss ist nur einer gekommen mit einer Krone auf dem Kopf. Das war der Koch, der ist aus der Küche gekommen, das hat duftet, der hat Amus Gölz aus der Küche gebracht, an mir vorbei. Ich hab's direkt gerochen, hab ich. Haben die das reingefressen in ihrem Wahnsinn. Und ganz vorne bei mir war es eine ganz liebe Kleinfamilie, ganz putzig anzuschauen. Der Herr Vater in so einem Sportdress, sehr sportlich, die Mutter, ja, ganz enge Hose, wirklich ganz feine, wo man sagt, er möchte ja mal mit der Zunge über den Kopf drüber lecken halt. Und eine kleine Prinzessin in einem Tüllkleid war dabei und ein kleiner Prinz, ja, mit Krone und einem Reichsapfel in der Hand. Und ich habe es nicht gehört, aber ich glaube, dann haben sie sich hochwohlgeistig unterhalten. Aber dann war es vorbei, dann hat die Mutter irgendwann das Laptop aufgemacht und mit der Prinzessin wahrscheinlich auch eine ganz nachhaltige Show auf dem Laptop angeschaut. Und der Vater hat in einer Excel-Tabelle reingekackt und der Glabu hat Abenteuer erlebt auf so einem kleinen Gameboy. Es war so schön. Ich war kurz davor, dass ich gesagt habe, das male ich jetzt. Jetzt hole ich mal Staffelei und dann male ich es ab. Ich habe gesehen, in 70 Jahren wird es wahrscheinlich im Louvre hängen. Reiche Familie Anfang des 21. Jahrhunderts auf der Bahnreise. Gemalt vom großen Künstler Matthias Klaus Friedrich Egersdörfer. Ich habe es direkt vor mir gesehen. Aber dann habe ich die ganze Zeit gesehen, stundenlang vor ihrem Computer. Und ich habe mir gedacht, ist diese Aufzucht von den zwei, von der Prinzessin und dem Prinzen, ist das wirklich erdverwachsen? Ist das sturmfest? Kann man da wirklich sagen, kann da nicht irgendwas passieren? Da habe ich Angst gekriegt. Ne? Man braucht bloß überlegen. Jetzt, die Mutter ist unausgeglichen, fängt ein Verhältnis mit dem tschechischen Gärtner an und der hängt ihr eine Geschlechtskrankheit drauf. Halt. Hat die da einen Blumenkohl da unten wachsen? Naja, dann ist sie natürlich... Dann ist sie traurig, der Mann ist auch sauer, weil er sagt, von mir ist nicht. Ne? Und dann redet die Mutter nur noch zur Werbesätze, als hätte sie eine Marketingagentur erfunden. Und naja, die Tochter kriegt es mit, kommt in falsche Kreise, sieht dann die Kriegsministerin im Fernsehen, die gleiche Scheiße wie die Mutter daherredet. Und dann nimmt sie das Messer, wo man Bärenschinken runterschneidet, rennt zur Kriegsministerin und rammt ihr das Messer in den Arsch rein. Und das ist natürlich scheiße für die Familie, wenn man sagt, ihr Tochter, was ist denn da passiert? Ne? Oder mit dem Sohn. Was ist denn, wenn der Vater in Schwierigkeiten kommt, weil er beispielsweise haben sein Mietshaus, wo die Asylanten untergebracht sind, haben sie angezündet, irgendwelche Nazis. Dann ist der Vater natürlich traurig und sagt, was aus Hass alles Schlimmes passieren kann. Ne? Aber noch trauriger ist er, weil er nur mehr weiß, wie er die gute Familie kriegt. Und wer den Dreck wieder wegmacht und wer es zahlen soll, was für ein Dreck. Und der Bu hat dann keinen Vater mehr. Der Vater ist eh sauer wegen dem Blumenkohl und dem Asylantenheim. Und dann schmeißt er sein Jurastudium und gründet eine Band, die Lieder gegen den Staat singt. Und was sagt dann der Blitzverein dazu? Scheiße halt. Ne? Wo ich mir denke, wenn die Kinder schon den ganzen Tag am Computer sitzen, wäre es nicht besser, die irgendwie von Computer auch großzuziehen zu lassen, auf einer Insel im Atlantik,
wo im ganzen Jahr das gleiche Klima herrscht, große, nette Computer mit LED-Augen und ganz weiche Hände. Und dann gibt es auch eine Streichel-App. Und wenn die Kinder gestreichelt werden, sollen, dann drücken sie einfach und dann werden sie gestreichelt. 10-mal werden sie gestreichelt und wenn sie dann immer noch gestreichelt werden wollen, dann kriegen sie einen Schlag mit dem Elektroschock. Und dann weiß das Kind, jetzt ist Ruhe halt. Und wenn das Kind immer noch nicht spurt, dann einfach irgendeine kleine Platine im Kopf, dass man es direkt vom Server ansteuern kann, das Kind. Dann kommt dann der Befehl, macht eine Hausaufgaben und dann macht das Kind die Hausaufgaben. Oder macht ein wenig Turnübungen. Dann macht das Kind Turnübungen. Und am Abend heißt es, Hände über die Bettdecke. Und dann macht das Kind die Hände über die Bettdecke. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.